Man sieht hier in Schiffenen, die Schwemmholz bildet sich wie ein Teppich und das ist sehr massiv. Man hat schon eine fast gleiche Situation in 2021. In Oktober 21 des Jahres haben wir ein Hochwasser, künstliches Hochwasser in Rossens und das hat schon viel Schwemmholz gebracht bis unterhalb La Megrouge und jetzt diese Schwemmholz kommen bis zur Staumauer Schiffenen. Und das ist nicht nur die letzte Episode, aber das sind die zwei Episoden. Künstliche Hochwassersituation und zusätzlich diese Hochwassersituation von gestern. Gruppe E wird das jetzt da eben rausnehmen. Es ist nicht nur Schwemmholz, es hat auch anderen Müll. Wie funktioniert das und was passiert mit diesem Holz? Gruppe E ist verantwortlich für den Holz, Schwemmholz, die zur Staumauer kommt. Und das man muss wegnehmen und vom See. Und wir haben eine Anlage für das und wir können natürlich, wir müssen sortieren, der PET, Sagex und so weiter. Und dann Holz kann man, eine spezielle Unternehmung kommt und nimmt diesen Anteil von Holz und mit dem Holz kann man in Kompostiere transportieren oder kann man auch Schalungstafel zum Beispiel schaffen mit diesem Holz und auch Pellets machen. Aber das ist kompliziert und das kostet etwas. Und wir bezahlen diese Unternehmung, um das zu transportieren, natürlich. Ich weiß nicht, haben Sie schon gesagt, wie viele Tonnen sind das etwa? Normalerweise im Mittelwert pro Jahr, das ist ungefähr 300 Tonnen pro Jahr, das wir sortieren bei der Stauanlage von Gruppe. Für alle Stauanlagen. Die Situation ist nicht nur problematisch in Schiffenen, aber auch in Rossinière besonders, Le Soc und Mont-Salvance, das ist das Gleiche wie hier. Und, aber natürlich, dieses Jahr es gibt viel mehr als diese 300 Tonnen. Das ist fast das Doppelte. Aber schlussendlich, was kommt direkt zur Staumauer? Was senkt sich vor der Staumauer? Das ist problematisch zu sagen. Ja, und Sie haben auch gesagt, wenn das Schwemmholz sinkt, dann verwest es und es erzeugt Methan und das ist nicht gut. Ja, das ist problematisch. Ja. Nach einigen Wochen das Schwemmholz sinkt sich und kann diese Dekomposition, diesem Schwemmholz, macht Methan. Und das ist natürlich problematisch für die Wasserstoff ins Wasser, diese Methan und auch für die Umwelt im Allgemeinen.